Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Digimon Story Hackers Memory. Ploppt hier die Nachricht doch noch auf, oder? Nein, sind sie nicht. In der letzten Folge haben wir den Untergang von Kishibe erlebt, beziehungsweise eher nicht den Untergang, wir wollten sie eigentlich, oder beziehungsweise Matayoshi wollte sie gefangen nehmen, beziehungsweise die Polizei. Aber sie ist vom Dach gesprungen und ist irgendwie komischerweise verschwunden. Und dann hatten wir eine kleine Quest mit Dr. Datamon. Und jetzt haben wir am Ende der letzten Folge noch einen Anruf bekommen von Kay. Er möchte sich mit uns in der Demonshöhle treffen. Deswegen gehen wir jetzt in die Demonshöhle und schauen, was Kay hier so zu sagen hat. Ich bin mal gespannt. Oi, oi. Oi, oi. Wie badass sie dastehen. Oh, der hat coole blonde Haare. Danke, dass du gekommen bist. Ich stelle dich eben vor, das sind ursprüngliche Mitglieder der Demons. Sie sind Spitzenhacker. Sie sind erstklassige Hacker, die Übernahme der verbliebenen Demons durch Sechsen überstanden und sich aus der Sache mit unter Null raushielten. Wir fangen neu an mit den Demons. Wir nennen uns die Neo-Demons. Die Demons haben sich aufgrund eines dummen Anführers und den brutalen Sechsen, die sich als Bewache von Eden aufgespielt haben, aufgelöst. Aber noch gehen wir nicht in die Knie. Sie sind keine wahren Anführer von Eden. Es wird Zeit, dass ich Kay den Weg in ein wahres Paradies aufzeige. Endlich ist unser Moment gekommen und die Unterdrückten werden eine neue Ordnung schaffen. Okay. Nun, das wollte ich dir zeigen. Die Entstehung einer wahren Legende. Ein Ausschneider wie Jimmy Ken ist keine Legende. Kommen wir auf unser letztes Gespräch zurück. Ich habe gefragt, wer du bist. Hast du darauf schon eine Antwort? Warum bist du hinter Keigo Amasawas Account her? Das versuche ich schon die ganze Zeit herauszufinden, seit ich dir helfe. Hä? Ich bin nämlich Keigo Amasawa. Ich dachte die ganze Zeit, dass UK ist, aber... Was für ein Paradox... Was? Also, wer bist du überhaupt und warum benutzt du meinen Namen? Ich bin Keigo. Warum behauptest du das ständig? Mein Körper ist per Hoodie, mein Gedächtnis beweist es. Solche Erinnerungen zu Daten werden, können sie sobald Erinnerungen zu Daten werden, können sie verfälscht werden. Woher weißt du, dass deine Mentaldaten nicht abgeändert wurden, als du dich eingeloggt hast? Offenbar bist du dir nicht mehr so sicher. Das ist immerhin ein Anfang. Das hier ist mein spezieller elektromagnetischer Käfig, der fängt deine Metalldaten an und verhindert, dass du dich ausloggst. Bis du mir verrätst, wer du eigentlich bist und warum du dich Amasawa nennst, bleibst du schön hier. Ich kann schließlich nicht zulassen, dass Kopien von mir herumlaufen. Und by the way, tut es mir leid, wenn ich den Nachnamen falsch ausgesprochen habe. Ich kann manchmal den japanischen Namen nicht richtig aussprechen, weil ich einfach zu blöd dazu bin. Ich gebe es ehrlich und auf und zu, ich bin zu blöd dazu. Es verwirrt mich teilweise. Streng dich gar nicht an, also alle Kommunikation ist komplett blockiert. Ich kann dich dann ein ganzes Leben lang hier behalten. In der echten Welt behandelt dich dann einfach als Opfer des Eden-Syndroms, falls du überhaupt einen Körper hast. Warte! Kay, was redest du denn da? Ich bin Keigo Amasawa. 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 So war ich hier. Ich bin immer noch der Meinung, dass UK und U unsere Daten hat. Unseren Account. Kann es sein, dass ich nicht ich bin? Ist das überhaupt möglich?
Alles in Ordnung? Warum ich hier bin? Erika hat gesagt, ich soll dich retten, falls du in Schwierigkeiten gerätst. Ich bin an dir gehangen wie eine Klette. Ich bin der Größte, stimmt's? Hm. Aber jetzt bist du wie ich in einem Käfig. Wie willst du mich denn retten? Jetzt sitzen wir beide in der Patsche. Ja. Wie? Ah, stimmt! Ich komme auch nicht raus! Was machen wir denn jetzt? Hilfe, Erika, Hilfe! Wow, du gehst mir vielleicht auf die Nerven. Ach, Erika, ich hab dich ja so lieb. Wie? Ich kann aus dem Käfig heraussenden? Bilde ich mir das gerade ein? Natürlich nicht. Digimon haben keine Einbildungen, Dummerchen. Hast du unsere besondere Verbundenheit vergessen? Ach, stimmt ja. Dein Speicherzimmer verbindet uns. Genau. Case Hightech Käfig ist wohl nicht darauf ausgelegt, meinen Server zu blocken. Sie ist nicht so begeistert. Ich glaube, du kriegst mit von Memetan. Du gehst Dinge immer noch alleine an. Ich habe nur Woman an dich angesetzt. Und was, wenn ich dich das nicht getan hätte? Wie? Keine Entschuldigung? Brav so. Moment, ich analysiere den Käfig. Aber das könnte ein wenig dauern. Kay hat den Käfig erschaffen, indem er das Mapping von Eden umgeschrieben hat. Ein einzelner Hacker kann das eigentlich kaum schaffen. Digimon Fernsehstunde ist eine Sache, aber dieser Typ ist ein Hacker der Spitzenklasse. Wie kann es sein, dass ich noch nie von ihm gehört habe? Was ist? Geht dir immer noch nach, was Kay gesagt hat? Du hast es doch selber gesagt. Der wollte dich nur verwirren. Wenn dir das immer noch nicht reicht, zeige ich dir den Beweis. Wormon, los. Okay. Das sind Erikas Erinnerungen in Eden. Sie hat sie mit mir als Übertragungspunkt vom Server geholt. Das ist ein besonderer Trick, den wir können. Gefällt er dir? Auch wenn du deinem Gedächtnis nicht trauen kannst, hilft es doch, dich in andere Leute Erinnerungen zu sehen, oder? Aber ich verstehe die Sorge, deinem Gedächtnis nicht zu trauen zu können. Die meisten meiner Erinnerungen wurden auch digitalisiert. Aber wie Kishibe schon gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich in Eden oder der echten Welt lebe. Manchmal macht mir das Angst. Aber du bist ja nicht wie ich. Dein Körper und Geist sind noch eins, oder? Du kannst es spüren, selbst wenn du in Eden bist. Dein Körper ist noch bei Hoodie. Du sitzt auf dem Stuhl. Hana, hat dir das die Unsicherheit etwas genommen? Fertig? Super, Erika, du hast dich reingehackt, während wir geredet haben. Na klar doch. Ich verarbeite Sachen schneller als normale Leute. Mein Hirn ist nun... Es ist Eden selbst. Du! Wie zum Henker hast du den Käfig geknackt? Zum Henker. Wenn ich dich abhauen lasse, stampft Kay mein Konto ein. Oh weia, wir wurden entdeckt. Wenn der Kay erreicht, kriegen wir Ärger. Okay. Lassen wir das in Digimon. Eigentlich sollte man ja die Fäuste sprechen lassen, aber in dem Fall lässt man die Digimon sprechen, ne? So, Dianamon macht jetzt den wenigsten Damage, den es geht. Aber dafür ballert jetzt hier unser Lucimon. Ich wollte gerade Lucifer sagen. Eigentlich sollte ich Lucimon Lucifer nennen. Eigentlich ist es ja Lucifer. Oh, ein Speicher-Up. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, ich habe heilen gelernt mit Pandamon. Lass ihn nicht entkommen! Überlass ihn mir! Ha! Netzfalle! Ah, was ist das denn? Ich kann mich nicht bewegen! Und dieser eklige Geruch auf Weiher! Ein kleiner Trick von Erika, den ich noch weiter verbessert habe. Ich nenne ihn modifizierte Netzfalle. Sie fixiert Feinde mit Elektromagnetismus. Ich habe ihr nur noch das i-Tüpfelchen verpasst, einen digitalen, kleblichen Geruch. Ekligen Geruch, Entschuldigung. Der Geruch basiert einfach auf dem von Stinkerkäse. Was soll das denn? Die Leute mögen Stinkerkäse doch. Ich geht es so ein Ernst, damit mir ganz anders.
Dieses Mal hat es jedenfalls geklappt. Und jetzt sag uns, was du über Kays wahre Identität weißt. Erika will es wissen. Raus damit, sonst steckst du da eh auf ewig fest. Ich weiß nicht über Kays echte Identität. Er ist vor ein paar Minuten einfach aufgekommen und war ruckzuck Jimmy Kens rechte Hand. Mhm. Ich schwöre es, mehr weiß ich nicht. Bitte lasst mich gehen. Mit Kay ist echt nicht zu spaßen. Wenn ihr mich nicht gehen lässt, löscht er mein Konto. Der scheint wirklich nichts zu wissen. Machen wir nur zu. Jawohl, Chefin. Hiya! Genau wie Erika, was? Das habe ich aus ihrem Gedächtnis. Oh, unheimlich. Da ist für mich ja bald kein Platz mehr im Team. Ach, nicht doch. Ist dir an Kay nichts aufgefallen? Ich erkläre dir, was Erika meint. Sie meint, dass Kay vielleicht sogar derjenige ist, der deinen Avatar geklaut hat. Das glaube ich nämlich auch. Was, wenn Kay dich bisher zu all den anderen Hackern geschickt hat, um von sich selbst abzulenken? Außerdem meintest du, dass er komisch war, als du Hosaka geschlagen hast, ja? Vielleicht wurde Hosakas Avatar auch von Kay gesteuert. Wir wissen, dass er Digimon aus der Ferne steuern kann. Es ist also möglich, er lässt sich in dem Glauben, den Bösewicht besiegt zu haben. Dabei wollte er die ganze Zeit deine Mentaldaten. Ich weiß nicht wozu, aber er wollte dich wohl vollständig ersetzen. Dass er dich verschwinden lassen wollte, beweist das. Danach hätte er deine Rolle in Eden übernehmen können. Sei vorsichtig. Ihm gehen langsam die Optionen aus. Was ist denn? Ich bin froh, dass du da bist. Wirklich? Ich fasse es nicht. Ist dir das nicht peinlich? Hier, ich merke, dass sich Erika wirklich freut. Sei still. Jetzt reißt du schon wieder deine große Klappe auf. Du bist hier fertig, also komm zurück. Jawohl. Also wirklich, du solltest auch zurückkommen, bevor Kay dich noch bemerkt. Ach, stimmt ja. Arata Sanada hat es auf der Anschlagtafel gepostet. Ich leite dir die Nachricht weiter. Habe einen riesigen Auftrag, könnte deine Hilfe gebrauchen und triff mich bei Interesse in Shinjuku. Im Namen aller Hacker werde ich dieser Dame eins auswischen. Ich kann meinen Bruder immer noch nicht erreichen. Gehst du für mich hin? Dieser Typ hat vielleicht sogar Hinweise darauf, wo er ist. Komm zurück, wenn du fertig bist. Ich brauche deinen Rat zu etwas. Okay. Okay. Also ich muss sagen, dass das ganze Game 30 Parts brauchte, um so richtig mal abzugehen, ist echt heftig. Aber okay. Ryuji ist immer noch nicht wieder da, hm? Ich dachte, du willst meinen Rat haben. Dann halt nicht, dann gehe ich nach Shinjuku. Aber gibt es hier sonst noch irgendwas? Nee, nur die Nebenquests, die ich irgendwann mal machen werde, die für mich jetzt hier für die Hauptstory nicht so wohl belangen sind. Obala, Entschuldigung, ich wollte mit dir nicht sprechen. Im Prinzip gehören sie ja zur Story dazu, aber ich möchte mich doch hier eher auf die Hauptstory konzentrieren, als auf diese Nebenquests, die halt immer das Gleiche eigentlich sind. In Shinjuku sollten wir uns treffen. Wie, du bist von Hoodie? Dachtest du, ich komme vom Baumunternehmen oder was? Mit der Nachricht an der Anschlagtafel? Wo ist Ryuji? We don't know. He's gone. Ihr könnt ihn nicht erreichen. Ist etwas passiert? Hast du von der Katastrophe in unter Null nichts mitbekommen? Was ist passiert? Chitose hat sich das Innensyndrom eingefangen, als er Ryuji beschützt hat? Wirklich? Wie viele Freunde von mir will diese Frau noch schaden? Verflucht sollte es sein. Jetzt will ich das hier erst recht durchziehen. Wir arbeiten an einem Weg, Shibis Plan zu vereiteln. Welchen Plan? Sie nennen ihn den Plan verlorenes Paradies, okay. Ob du es glaubst oder nicht, mit dem Plan versucht sie die ganze Welt zu zerstören. Wieso? Ich weiß, ganz schön irre, nicht wahr?
Was ist Kishibe überhaupt? Das sind wir uns so auch noch nicht sicher. Meine Freundin sagt, dass sie entweder die Marionette eines superstarken Digimon oder auch selber ein Digimon ist. Was ist denn dieser Plan? Verlorenes Paradies? Schon mal was von der digitalen Welt gehört? Von dort stammen angeblich alle Digimon. Ach, das wusstest du schon? Das spart uns etwas Zeit. Ein sogenannter Dimensionswald trennt die digitale Welt von der Menschenwelt. Kishibe will ein Loch in diesen Wald reißen, sodass die zwei Welten verbunden sind. Wenn sie das schafft, dann kommen ein paar echt üble Digimon namens Royal Knights und machen mit uns Menschen einen kurzen Prozess. Als wir also von Kishibes Plan hörten, wollten wir uns zusammentun und ihn aufhalten. Ein Freund von mir ist ein großer Taktiker und hat sich eine Strategie einfallen lassen. Wir hacken ein großes Kraftwerk und verursachen einen riesen Stromausfall in ganz Tokio. Das wollte ihren Plan durchkreuzen. Kommst du nicht mit? Kommst du noch mit? Ja. Ja, verstehe schon. Weltuntergang, Dimensionswahl. Ging alles sehr nach Comic-Geschichten. Auch meine alten Freunde haben dumm geschaut, als ich es ihnen erzählt habe. Die Details sind nicht wichtig, Arata. Wir freuen uns einfach, bei etwas Wichtigem Hand anlegen zu können. Genau, erinnert mich an früher. Stimmt's, Arata? Lass gut sein. Es ist fast zu weit. Alle auf Plätze, wartet auf mein Signal. Geht klar. Ich hätte gern mein Angunimon und mein Logo. Wir haben es fast geschafft. Ich mache mir auch Sorgen um Ryuji, aber das ist jetzt wichtiger. Ich weiß, wie gut du bist. Hilfst du uns? Wir haben nicht genug Leute, um in den Server des Kraftwerks von Roppongi zu kommen. Oh, die Roppongi-Brüder! Entschuldigung. War kaputt, so gut, Mensch. Deine Freunde warten. Du kannst also erst zurück in den Laden gehen. Wir haben noch Zeit. Ich habe Erika eben erst versprochen, nicht auf eigene Faust zu handeln. Das hier wird schwer zu erklären sein. Ja, wird es. Aber gut, wir versuchen es einfach mal. Ich glaube, wir kommen gleich in Chapter 12 oder so. Das hat Rie Kishibe also vor. Sie lebt also doch noch irgendwo. Was auch immer sie plant, ich will sie jedenfalls auch aufhalten. Allerdings tut es mir um Wormon leid. Und mich, warum denn? Na, du hast doch einen Weg zurück nach Hause in die digitale Welt gesucht, oder? Wenn Kishibes Plan Erfolg hat, wird der Dimensionswald zerstört und du kannst zurück nach Hause, oder? Ich, wie? Das hatte ich vergessen. Ich meine, ich habe so viel Spaß mit Erika und euch allen. Eigentlich ist es mir nicht mehr so wichtig, nach Hause zu kommen. Das ist ja schön, wie sorglos du bist. Okay, du gehst also als Teil von Arata Sanadas Plan zum Kraftwerk, ja? Ich komme mit. Ich möchte jemanden kontaktieren, der vielleicht etwas über das Eden-Syndrom weiß. Du erinnerst dich doch noch, oder? Akemi Suedo, der Forscher von Kamishiro, den wir bei dem Vorfall in Shinjuku getroffen haben. Ich habe herausgefunden, wer er ist, und er scheint am gleichen Kraftwerk zu sein. Ich glaube, der steckt mit dieser Alten unter einer Decke. Ich weiß nicht, warum er dort ist, aber ich will mit ihm reden. Ich möchte Shitose vom Eden-Syndrom heilen. Ich weiß, es klingt verrückt. Ich habe alle Infos im Netz gesammelt, aber bisher ist noch nie ein Patient mit Eden-Syndrom wieder aufgewacht. Aber ich will Hudi zurückbringen. Es ging wegen mir auseinander. Und für meinen Bruder Ryuji möchte ich es retten. Es ging nicht wegen dir auseinander. So wie es jetzt aussieht, kann ich gar nicht mit ihm reden, selbst wenn er zurückkehrt. Erika, also hilf mir bitte. Wie heißt das Zauberwort? Nein, du bist stärker geworden, Erika. Ach, jetzt komm schon. Wie oft muss ich es dir noch sagen? Lass das, das ist wirklich peinlich. Es ist also entschieden. Ob es das Ziel, Kishibes bösen Plan aufhalten. Gleichzeitig suchen wir einen Weg, Shitose zu helfen. Dann erwecken wir Hudi zu neuem Leben. Yay! Huch,
Okay. Das ist ein Scherz, oder? Ein neuer Code von Date und Matayoshi. Was zum Henker soll denn das heißen? Bevor wir hier jetzt hier ins Massaker und ins Massakerstück, gehen wir kurz zurück nach Ikebukuro. Denn ich möchte was gucken. Erstens. Erstens habe ich einen Speicherdingsbums und drittens möchte ich gucken. Hier gibt es einen Speicher ab. Soll ich vergessen zu gucken? Der Klient möchte anonym bleiben. Ich werde ihn kontaktieren, um den genauen Fall zu bitten. Das machen wir jetzt noch. Und dann gehen wir in der nächsten Folge dem Plan nach. Danke, dass du meinen Fall annimmst, weil dann könnte ich vielleicht noch an die Gimmel mit reingeben. Ich habe viel Gutes über dich gehört. Ich komme jetzt zum Punkt. Mein Konto wurde von einem Hacker namens Hosaka gestohlen. Den gibt's ja gar nicht mehr. Du kennst ihn? Das macht es etwas einfacher zu erklären. Nachdem er geschnappt wurde, übernahm die Polizei die Kontrolle über seinen Server. Er wurde nicht geschnappt, er wurde... Ja, egal. Ich dachte, ich würde mein Konto zurückbekommen, aber die Polizei meinte, mein Konto sei nicht auf dem Server. Und es gibt keinen Hinweis darauf, dass er es verkauft hat. Ich bin sicher, dass Hosaka mein Konto gestohlen hat. Mein Freund hat Nachforschung angestellt und es bestätigt. Wirklich, als ich gehört habe, dass sein Konto zerstört wurde, dachte ich wirklich, ich würde meins zurückerhalten. Jetzt kommst du ins Spiel. Ich möchte, dass du mir mein Konto so schnell wie möglich wieder beschaffst. Okay. Es gibt allerdings eine Bedingung. Lass die Polizei nicht wissen, dass du nachsuchst. Okay. Warum? Das spielt keine Rolle. Hol mir einfach mein Konto zurück. Ich bezahle dich nicht dafür, Fragen zu stellen. Die Sache liegt dann also bei dir. Und wo soll ich suchen? Warum will er nicht, dass ich es der Polizei erzähle? Was den Account angeht, habe ich kaum Anhaltspunkte. Ich schaue mir nochmal Hosakas Server an. Vielleicht habe ich da Hinweise übersehen. Gut. Ich bin ziemlich nervös, mich auf einen Server zu schleichen, der unter der Kontrolle der Polizei steht. Übrigens habe ich hier gelevelt. So, 5 Stück herzerwärmendes Fleisch und 3... So, 5 herzerwärmendes Fleisch und 3 Stück besseres Fleisch. Mehr mussten wir nicht kaufen. So, gib mir, was du gekauft hast. Das ist alles, danke. Du kannst jetzt gehen. Ich werde immer besser darin, diese menschlichen Avatare zu beherrschen. Ich muss schon sagen, ich bin fantastisch. Hm? Wer bist du? Wer bist du? Oh, ich menschliche Avatare beherrscht habe? Ja, ziemlich cool, oder? Das waren Avatare von Accounts, die sich noch auf diesem Server befanden. Der Hacker, dem dieser Server mal gehört, da hatte jede Menge Accounts. Sie sollten alle an die Polizei gehen, also habe ich mir welche ausgeliehen. Ich verstecke sie auf dem Server, damit niemand sie findet. Was, du willst, dass ich die restlichen Accounts zurückgebe? Nein, sie sind so nützlich, ich werde sie alle behalten. Du da, komm her! Ihr zwei werdet ihr los. Komm. Okay. Okay, gut. Dann kämpfen wir gegen Kinder. Ist auch in Ordnung. Sind die beiden Data oder Virus? Data und Virus, okay. Egal. Lusamon ballert die weg. Geht schon. Oder auch nicht. Unendlichkeitskanone. Bam. Mann, du gehst mir schon auf den Nerv hier, Machine Grimmon. Das gibt's doch nicht. Das. Danke fürs Heilen. Das gibt's ja nicht, dass mich das nicht stirbt hier. Aber gut. Ich meine, wenn ich dann hier voll die Folge beende, kann ich hier übrigens sowieso auch hier die anderen Nebenquests gleich machen. Wenn ich dann schon so weit bin hier. Ich glaube, sie werden mich nicht wieder angreifen. Ich muss wohl nichts weitermachen. Pixie ist hineingelaufen. Ich muss ihm nach. Na toll, okay. Wir machen hier Beschleunigung. Und dann, dass wir weniger
Digimon hier bekommen, ist die Frage. Letztes Mal sind wir links gelaufen, jetzt laufen wir hier einfach rechts. Wobei ich vermute, dass es egal wäre. Huch! Bin vor der Digiline eingeschlafen. So viel zu tun. Oh, okay. Okay, ich bin natürlich genau den falschen Weg gegangen. Das bin ich ja mega mäßig super. Gut. Dann gehen wir halt die andere Richtung mal. Opa. So. Jetzt kommt gleich ein Digimon? Nein. Okay, hier nicht. Okay, gut. Ich glaube, ich mache da mehr. Ach, warte mal, da war dann ein neuer Avatar. Den hätte ich eigentlich sehen müssen. So, ich weiß jetzt nicht, ob die zu ihm gehören. Oder ist einfach zufällig hier diese Digimons aufgetaucht sind. Aber weil der nichts gesprochen hat, er sie es warum aber. Die haben relativ viele Erfahrungspunkte jetzt gegeben. Ja, okay. Ja, haben zu ihm gehört. Die haben zu Piximon gehört, okay, gut. So, dann kann ich jetzt nur. Jetzt kommt die Lady hier. Ja, als ob die jetzt mit dem Pedramon hier angetanzt kommt. Oh, wow. Das arme Wormon. Weil eigentlich hätte ich diese Quest jetzt eigentlich auch offscreen machen können. Aber gut, sie ist ein bisschen interessant, weil es ja doch um Hosakai. Hosakai? Nein, nicht Hosakai. Hosakai? Ich treffe eh wieder nicht. Ah doch. Übertaktung, okay. Oh, oh. Wow. Gut, dann machen wir uns einen guten Nachtmond. Oh, er hat geblockt. Lucemon macht jetzt nicht hier das große Kreuz wieder, weil ich sehe keinen Sinn dahinter, dass ich da jetzt das rote Kreuz die ganze Zeit einsetze. Angriff, go! Ach, warum? Ich habe mir jetzt mehr erwartet. Yes. Boah, wie viel Geld ich gekriegt habe. Hell. Wisst ihr, was ich mal kurz testen möchte? Lucemon hat hier relativ viel TP. Nein, reduziert leicht. So, und dann tun wir noch die SP senken. Weil er möchte, damit ihr Angriff halt irgendwie höher geht, ne? Oh, schön, er gibt mir Erfahrungspunkte. Okay, gut. So. Wofür ich die Avatar benutze, sie helfen mir nur im Alltag. Sie gehen für mich einkaufen, bringen mich ins Bett. Sie sind so nützlich, ohne sie käme ich nicht zurecht. Aber du willst, dass ich zurückgebe, nicht wahr? Niemals! Komm her! Bilde dir bloß nichts ein, weil du die letzten zwei besiegt hast. Das hier ist der stärkste. Wenn du verlierst, hau ab und nerv mich nicht wieder. Das ist der Avatar, den wir zurückholen sollen, ne? Wow!
Wow! Ein Rosemond. Ach du Scheiße. Ein Rosemond. Ach du Scheiße, ein Rosemond. Hallo? Das sind ja mehrere Data-Digimon. Okay, eins ist weg. Rosemond ist das beste Digimon. Von denen. Eigentlich bin ich ja gerade kurz zum Überlegen, ob ich Machine Dramon austausche. Bist du noch gegen irgendwas? Dianemon ist eigentlich. Dianemon ist in dem Fall eigentlich nicht mehr zu gebrauchen. Vielleicht war es auch nicht nötig gewesen. So, Rosemond ist down. Und Gandragmon kommt dann als nächstes irgendwann mal so in 5 Jahren dran. Nachdem sich hier mal alle entschieden haben, dass Gandragmon dann irgendwann mal dran kommt. So, und Gandragmon beendet das Ganze jetzt. Perfekt. So liebe ich das. So liebe ich das. Lusamon hat kein Level abgekriegt, schade. Nein, ich habe verloren und gerade war ich dabei, mich an dieses Leben zu gewöhnen. Oh, tut mir leid. Na gut, ich werde dir die Accounts zurückgeben. Aber bitte lass mich diesen behalten. Du bist gemein, einer fällt doch nicht ins Gewicht. Genau den brauche ich. Du willst wissen, warum ich diesen so mag? Er ist der Stärkste und er ist so cool. Ja, sorry for that. Du hast mein Konto gefunden? Wirklich, wo war es denn? Immer noch auf Osaka Server? Pixelmon hat das vor der Polizei versteckt. Manche Dicken sind echt gewieft. Wenigstens habe ich es jetzt wieder. Ich bin froh, dir den Auftrag gegeben zu haben. Ich überweise dir das Honorar später. Aber du kannst der Polizei trotzdem nicht von meinem Konto erzählen. Das gehört zum Fall dazu. Pixelmon hat mir deine Identität verraten. Was? Das Digimon? Auf meinem Konto gibt es jede Menge Informationen. Darum möchte ich, dass die Polizei nichts davon weiß. Ich sollte dir wohl lieber erzählen. Nächstes Jahr werde ich Polizist. Aber bis vor kurzem war ich noch ein Hacker. Ich habe damit aufgehört, als ich die Aufnahmeprüfung für die Polizei bestanden habe. Vor einem Monat wurde mein Konto dann plötzlich von einem Typen gestohlen, als ich in Ihnen herumlief. Ein befreundeter Hacker fand heraus, dass Fosaka dahinter steckte. Auf dem Foto sah er aus wie der Mann, den ich gesehen hatte. Ich überlegte gerade, wie ich es zurückbekommen könnte, als jemand das Konto von Hosaka hackte und die Polizei seinen Server übernahm. Ich hatte solche Angst, wenn die Polizei mein Konto überprüft hätte, hätte sie herausgefunden, dass ich mal ein Hacker war. Dann hätte ich den Job vergessen können. In meiner Jugend habe ich ziemlich viel Unfug gemacht. Darum will ich, dass du es der Polizei nicht erzählst. Du wirst es nicht tun, oder? Nö. Ich wollte die Story hören. Ich werde es der Polizei erzählen. Ich werde es der Polizei nicht erzählen. Danke, du versprichst es. Vielleicht interessiert dich das nicht, aber ich will dir von meinem Traum erzählen. Als meine Freundin und ich mal in Kowloon was angestellt hatte, war da ein Kommissar, dessen Worte mich echt nachdenklich gemacht haben, sicher Matayoshi. Deshalb ist mein Traum, Polizist zu werden, damit ich ihm dafür danken kann, mein Leben verändert zu haben. Ziemlich kitschig, was? Danke jedenfalls, dass du mein Konto gefunden hast. Hör auf, so viel zu reden, ich bin schon über der Zeit. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir hier ein wunderbares weiteres Speicher abbekommen. Damit wir mehr Digimon haben können. Moment, wo ist denn hier das hier? So, damit wir noch ein Digimon mit ins Team nehmen können. Und ich würde sagen, das war's mit dieser Folge von Digimon Story Hackers Memory. Und beim nächsten Mal werden wir uns Arata anschließen. Aber zwischenzeitlich werde ich jetzt noch diese Quest da machen und unser neues Teammitglied mit reinnehmen. Also vielen Dank fürs mit dabei sein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao!